Es ist Sonntag, der 17. März 2013. Weite Teile Bambergs gleichen einer Geisterstadt. Der Ortsteil Kramersfeld und ein Großteil der Gartenstadt befinden sich im Ausnahmezustand. Rund 4000 Menschen müssen aus ihren Häusern evakuiert werden. Der Grund hierfür liegt 69 Jahre zurück. Als am 10. April 1945 die Bomben auf Bambergs Flugplatz niederprasselten, befand sich der damals 15-jährige Rudi Scharf auf dem Nachhauseweg in die Gartenstadt. Seine Erinnerungen an dieses furchtbare Ereignis sind ein bewegendes Stück Bamberger Kriegsgeschichte. Aufgewachsen ist er damals in bodenständigen Verhältnissen im beschaulichen Bamberg, wie diese Originalfilmaufnahmen aus den Jahren 1942 bis 1944 zeigen. Zusammen mit seinem kleineren Bruder Adolf und seiner noch jüngeren Schwester Isolde verbringt Rudi eigentlich eine unbeschwerte Kindheit. Noch sind die Schrecken des Krieges nicht angekommen. Erst als der Vater an die Front muss, beginnt die Leidenszeit für ihn und seine Familie. Wir machen einen Sprung in den April 1945. Der Krieg ist so gut wie verloren. Deutschland steht vor einem Trümmerhaufen. Auch vor Bamberg macht der Krieg keinen Halt. Die Amerikaner stehen kurz vor den Toren der Stadt. Zusammen mit seinem mittlerweile verstorbenen Freund Andi Neukel war Rudi Scharf auf dem Rückweg von Kramersfeld zum Elternhaus in der Gartenstadt. Mein Freund Andi Neukel hatte mich aufgefordert, nochmal mitzugehen, weil am Abend vorher drüben bei Brüggelshof ein mit Lebensmitteln beladener Güterzug total ausgeplündert wurde. Und so entschlossen wir uns an jenem 10. Aprilabend um 18 Uhr bei herrlichem Sonnenschein rüberzugehen und die Sache nochmal anzuschauen. Heute ist Rudi Scharf 84 Jahre alt und lebt seit vielen Jahren in der Veitstoßstraße in Bamberg-Ost und hat, wie viele aus seiner Generation, die Berichte über die Bombenevakuierung mit durchaus gemischten Gefühlen zur Kenntnis genommen. Wenn man den Bericht im FT liest, kommt natürlich alles blitzartig wieder in einem hoch. Alte Erinnerungen werden wach an eine Zeit, die auch Bamberg teilweise empfindlich getroffen hat. Bamberg wird beschossen. Ein amerikanischer Bericht wird später von harten Kämpfen, ein anderer von nur leichtem Widerstand sprechen. Tatsächlich ist Bamberg von Hitler zum Hauptstützpunkt erklärt, nur wenig verteidigt worden. Eigentlich nur, um das Gesicht zu wahren. Es war eine glückliche Fügung, dass Bamberg im Zweiten Weltkrieg nicht erheblich zerstört worden war. Nur 10% der Stadtfläche war betroffen. In anderen Städten Frankens sah das ganz anders aus. Ich erinnere an Nürnberg oder an Würzburg. Trotzdem bleibt es eine der schwärzesten Stunden der Stadt, als der Bombenangriff am 10. April 1945 durchgeführt worden ist. Wir waren auf dem Rückweg von Kramersfeld. Ja, genau hier ungefähr war der Ort. Der ist noch heute eigentlich bewegend, wenn ich das jetzt sehe. Und wir waren oben erst bei dem abgeschossenen Bombe und gingen dann quer hier rüber, über die Wiese runter, hier nacheinander und quer über den Dings. Und als wir in der Mitte ungefähr des heutigen Rollfelds waren, dann schaue ich schon nach oben und da kamen sie oben her geflogen. So schön silberglänzend in der Sonne.
Also dieses Bild, das werde ich nie vergessen. Sie kamen in neuner Formation, drei vorne weg, drei rechts, drei links. Weil es zu diesem Zeitpunkt nur Voralarm gegeben hatte, glaubten die beiden zunächst mit dem Schrecken davonzukommen. Zunächst einmal wollen wir feststellen, welche Nationalität die Flugzeuge sind. Als plötzlich aus dem Schacht, wir dachten, es sind vielleicht Fallschirme heraus, und dann waren sie schwarze Striche und dann begann ein Pfeifen und ein Zischen, dass man dachte, der ganze Himmel kommt runter. Man fragt sich, runter, jetzt beißt man ins Gras. Und war ja alles flach gewesen. Das ganze Ding war weit und breit. Kein Schutz, also muss man uns flach auf den Boden werfen. Und dann ging's los. Scheiße! Meine Hoch, Mann. Also aus der heutigen Sicht muss ich sagen, wir mussten Tausende von Schutzengeln gehabt haben, um dieses Inferno zu überstehen, da wieder heil rauszukommen. Tex Döring war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 5 Jahre alt. Der ehemalige Bamberger Gymnasiallehrer hat aber dennoch eine ganz persönliche Beziehung zu diesem schrecklichen Ereignis vom April 1945. Mein Vater musste bei Fliegeralarm möglichst schnell auf die Burg rauffahren, den Turm besteigen und von oben aus melden, wenn irgendwelche Einschläge oder Bombardierungen zu erkennen waren. Und bei der Gelegenheit hat er auch selber fotografiert. Und dabei entstand das Bild von der Bombardierung der Breitenau. Also ich war damals 5 Jahre alt und mein Vater hat mich auf dem Motorrad auf meinen persönlichen Wunsch mit raufgenommen. Und ich habe dann selber gesehen, wie da im Bamberger Osten die Einschläge gelaufen sind. Und das war natürlich ein Erlebnis, das bis heute noch in meinem Gedächtnis hängen geblieben ist. Was sich damals zeitgleich alles unten am Bamberger Flughafen an menschlichen Tragödien und Dramen abgespielt haben muss, konnte man nicht mal erahnen. Was just zum Zeitpunkt des Fotos die beiden Jungen in diesen Minuten durchlitten, ist heute kaum mehr vorstellbar. Scheiße. Verkratzt, verdreckt, verstört, verschwitzt, ran in unser Leben. Mittlerweile ist seine bewegende Geschichte auch bis ins Bamberger Rathaus vorgedrungen. Es ist unfassbar und ein schweres Schicksal, was Rudi Scharf als 15-Jähriger damals erleben musste. Ja, nach den ersten Bombenangriffen haben wir natürlich versucht, weiter zu gehen und weiterzukommen. Und plötzlich in dem ganzen Chaos, in dem Rauch, in dem Dreck, plötzlich eine Frau vor uns mit den beiden Kindern, eins links, eins rechts im Arm. Nein! Wir wollen sie mitnehmen, wir sagen, kommen Sie mit uns. Kommen Sie mit, können Sie nicht bleiben, kommen Sie bitte mit. Aber sie wollte einfach nicht, sie schrie uns förmlich an. Oh nein! Oh. Es war das Entsetzliche. Und in diesem Moment kam erneut dieses Dröhnen und Zauten vom Himmel runter, dass wir also jeder wieder Schutz suchen mussten. Wir versuchten also weiter diesem Inferno zu entfliehen und kamen, wo heute ungefähr der Frankenhotel ist, die Bowlingbahn, kamen wir raus zur Memmelsdorfer Straße. Und das war ja damals noch richtig Allee. Und von dort sah man erstmals, wie die ganze HKW, wie die Strohhalme, alles in hellen Flammen stand. Man hörte das Knistern und das Brechen der Balken und alles. Also es war entsetzlich. Wir haben dann die Gartenstadt erreicht, als auf Höhe der Goethestraße, Seehofstraße, erneut die nächste Welle kam. Hier die Straße, da kamen wir entlang.
raufgerannt, aber die Straße war damals nicht so wie heute. Heute ist ja alles schon ein bisschen ganz anders und dann ging man lang und da drüben in dem rosa Haus, da kam die nächste Welle, da haben wir dann Schutz gesucht unten im Keller. Ja, hier ist das Haus. Ja, es bewegt mich, wenn ich das sehe, aber ich weiß gar nicht mehr, wie wir reinkamen. Es war ja nur eine ganz einfache Tür zur damaligen Zeit. Wir haben es halt aufgemacht und gingen runter und haben im Keller unten Schutz gesucht, bis diese nächste Welle vorbei gewesen ist. Man kann sich es nicht vorstellen, wenn man hilflos im Keller sitzt, ausgeliefert, den Bombeneinschlägen, alles. Trifft jetzt eine Bombe ins Haus, wird immer verschüttet, die Fenster sind ja alle zugemauert und man weiß gar nicht, kommt man noch lebend raus oder muss man wirklich so langsam dahin vegetieren. Und dann gingen wir raus, natürlich in unserem Zustand, beide versucht, die Reuchstraße zu erreichen, um endlich nach Hause zu kommen. Von dort aus kamen wir endlich in die Theodor-Körner-Straße, wo die Elternhäuser standen und erreichten dann den Keller, total erschöpft, total verdreckt, fiel mir der Mutter in den Armen. Und dann kamen nochmals zwei Wellen, die man überstehen musste, bevor wir rauskamen. Und es war grausam im Keller, fast grausamer als direkt neben den Bomben, weil man nicht wusste, man war so wehrlos einfach da unten drinnen gewesen. Dass die zwei diesen 12 Wellen andauernden Bombenterror überhaupt überlebten, grenzt nahezu an ein Wunder. Solch ein Erlebnis bekommt man natürlich überhaupt nicht aus dem Kopf. Es gibt Tage, dass man glaubt, es wäre gestern gewesen. Da läuft alles noch einmal ab, diese ganze Schreckensszene, dieses Feuer, dieses Rauch, dieser Dreck, dieser Schmutz. Und immer wieder die Dankbarkeit, dass man da überhaupt rauskommen konnte aus diesem Chaos. Heute würde man vermutlich psychologische Hilfe erhalten. Das war damals aber undenkbar. Ja, das gab es damals nicht zu dieser Zeit. Man musste wirklich all diese Szenen selbst für sich verarbeiten. Und das war lange Zeit, wo man immer wieder diese, ja heute noch, wo man die Erinnerung hat. Das ist gar nicht so einfach, wenn man selbst einmal in den ganzen Ding drin gewesen ist. Für Rudi Scharf war dieser Angriff letztlich ein sinnloses Inferno, denn die Amerikaner standen ja schon vor den Toren Bambergs. 48 Stunden später war Bamberg in der amerikanischen Hand. Der Krieg war also längst entschieden. So sehe ich das heute einfach als ein sinnloses Morden. Was ich eigentlich damit ausdrücken will, Krieg ist immer grausam und eigentlich sinnlos. Wenn er heute noch Sirenen aufheulen hört, dann kommen immer noch diese schrecklichen Gefühle bei ihm hoch. Das wurde im Laufe der Jahre zwar etwas besser, aber das war am Anfang unheimlich schwierig für mich. Es ist zwar im Laufe der Zeit etwas besser geworden, aber trotzdem, selbst heute noch bei Probealarm, dieses Aufheulen, das löst irgendetwas aus. Man kann das gar nicht begreifen. Das sitzt irgendwo im hintersten Kopf drinnen. Also man ist total erschüttert, weil man immer wieder das Bild dann noch einmal vor Augen sieht, wie es eigentlich gewesen ist. Das Schlimmste für uns war eigentlich, wie wir erfahren haben, dass die Frau und die beiden Kinder dem Bombenangriff zum Opfer fielen. Das Schicksal der Frau und ihrer Kinder hat mich so bewegt, dass ich in den Nachkriegsjahren recherchiert habe, um das Grab ausfindig zu machen. Und das ist mir dann auch gelungen. Thank you.
Es ist sehr wichtig, dass die Kriegserfahrungen nicht verloren gehen und die heutige Generation die richtigen Lehren daraus zieht, damit wir uns immer für Frieden und Freiheit einsetzen. Im Zuge der Medienberichte zum Bombenangriff auf die Breitenau hat sich eine Frau Blobel aus Hallstatt bei Rudi Scharf gemeldet. Frau Blobel rief mich an, dass ihr Vater zum Zeitpunkt des Angriffs in der HKW arbeitete. Er war 7 Tage verschüttet und dann haben sie ihn ausgegraben, da hat er noch gelebt und war schwer verwundet. In Memmelsdorf in der Schweizerei gab es zu Kriegsende ein Lazarett. Archivaufnahmen aus dem Jahre 1938 konnte uns der Memmelsdorfer Heimatpfleger Hans Müller noch zur Verfügung stellen. Da brachte man ihren Vater hin. Über Nacht ist er dann gestorben, aber mehr an Leichenvergiftung wie an seiner Verletzungen. Eigentlich hätte er in Bischberg in einem Soldatengrab beerdigt werden sollen. Aber sein Vater, der hat dann gebildet und gebettelt, damit er seinen toten Sohn in der Heimaterde Hallstatt beerdigen kann. Und er hat ihn dann im Handwagen, muss man sich vorstellen, im Handwagen hat er seinen toten Sohn von Memmelsdorf nach Hallstatt gebracht, um ihm die letzte Ruhe zu geben. Heute kann sich das kein Mensch mehr vorstellen. Einfach unfassbar. In der Hallstatter Straße in Bamberg haben die Leute noch Jahre davon gesprochen, dass der Mann seinen Sohn mit dem Handwagen tot heimgefahren hat. Rudi Scharf ist einer der letzten wenigen noch lebenden Zeitzeugen, die über diese schreckliche Zeit aus eigener Erfahrung berichten können. So bin ich heute noch dem Schicksal dankbar und feiere jedes Jahr am 10. April meinen 2. Geburtstag. Denn da rauszukommen, das grenzt wirklich an ein Wunder. Die glückliche Vorsehung muss uns ganz besonders lieb gehabt haben, um das zu ermöglichen. Die Aufarbeitung seiner Vergangenheit hat ihm sichtlich gut getan. Heutzutage ist es ja vielen jungen Menschen gar nicht bewusst, dass es ein Geschenk ist, in Frieden und Freiheit zu leben. Man weiß es ja eigentlich gar nicht richtig zu schätzen und zu würdigen, weil es heutzutage einfach alltäglich ist. Von daher ist es umso wichtiger, dass man diese schlimme Zeit niemals vergisst, aus den Fehlern lernt, damit die Schatten der Vergangenheit für immer abgelegt werden können.